So, und da bin ich wieder. Richtig doof gerade mit dem Handy, wenn man da nochmal reinschauen will im Chat. So, im Badezimmer kommt das gar nicht an mit dem Empfang hier vom WLAN. Finde ich irgendwie doof. Da muss ich irgendwie auf mobile Daten gehen. So, aber was wollten wir jetzt noch machen? Wir hatten hier noch ein paar Gebiete, die ich noch erkunden wollte. Saphir waren wir. Hier waren wir noch gar nicht. Können von der Warte nochmal dahin. Da waren wir noch gar nicht. Das ist auch noch ein Fragezeichen. So, da in weiter in den Norden kommen wir ja nicht hin. So, Quests hätten wir. Warte mal, was? Handwerksrezept in der Hallen der Erloschenen gefunden. Besorgen. Ah, okay. Ich muss den bauen. Ich würde den hier vielleicht mal machen. Warte mal. Ach, baue ein Labor. Dann den. Den muss ich bauen. Den muss ich bauen. Ich will irgendwas suchen. Die Säulen der Schöpfung. Den kann ich suchen. Okay, der ist irgendwo 800 Meter weg. Wo genau befindet er sich? Wo genau befindet er sich? Auf Karte anzeigen. Ne, dann machen wir die Oase. Gut, dann reisen wir noch, da nochmal hin. Da habe ich irgendwo eine Truhe vergessen. Wenn ich da eine Truhe vergessen habe, dann nehmen wir das. Okay, geil, wie weit wir damit jetzt gleiten können. Okay, ich finde es nice, dass wir den jetzt haben. Ah, okay, ich sehe schon. Das war das? Verborgener Schrein der Flamme. Manator Schrein der Flamme. Mache ich vielleicht lieber erstmal nicht. Die größte Beute. Alles im Level 30 Gebiet. Würde ich vielleicht erstmal die Dinger hier machen. Das sind dann wahrscheinlich ein paar von diesen Miasma-Brunnen, wo wir dann wieder ein paar Fertigkeitspunkte kriegen. Nein, keine Ausdauer. Mist. Hat sie wieder eingefangen? Hat sie wieder eingefangen mit den Frames? Okay. So. So, mal gucken, was das ist. Ja, eine Miasma-Wurzel. Verhülltes Lager. Okay, das heißt, hier wird es irgendwo auch was zum Lesen geben an Texten.
nein, nicht das Viech. Okay, ging doch sehr schnell. So, einen Miasma-Hoden haben wir. Autsch. Diese Käfer, die nerven einen. Aber gut, dass das Miasma jetzt erstmal wieder weg ist. Hat er mich im Visier? Okay, Texte sehe ich nicht. Ist das eine Brutsichel oder ist das... Nein, das ist ein normaler Banshee. Okay, jetzt ist schon wieder dunkel. Versuchen dahin zu kommen. Alle Schreinaltäre haben wir ja auch noch nicht besucht. Flammenaltäre meinte ich, Entschuldigung. Refugium der Flamme, Entschuldigung, so heißen die Dinger. Ich glaube, das ist oben. Nein! Wieso rutsche ich hier ab? Vielleicht kurz warten? Ich glaube, dass da, was da leuchtet, ist es schon. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ach ne, das ist der Turm. Okay. Warte mal, dann könnten wir doch einfach von dem Turm darunter fliegen. Wenn das hier irgendwo sein soll. Okay, das Ding ist irgendwo weiter unten. Also hätten wir doch ein Miasma danach suchen sollen. Ist da irgendwo ein Höhleneingang? Ja. Dann wäre das hier das nächste, was ich haben will. Apropos, wir haben einen Fertigkeitspunkt.
Autsch. Gut, dass von den Skorpionen hier noch keine Miasma-Variante gibt. Oder dass ich die zumindest noch nicht entdeckt habe, oder die mich... Geh mal hier entlang. Und natürlich spazieren die wieder hier rum. Passage entdeckt. Was ist? Okay, hier gibt es jede Menge von diesen fluoreszierenden Gedöns. Müssten wir eigentlich rein theoretisch auch alles mal abbauen? Damit wir mehr von diesen blauen Leuchtsteinen hätten. Das Lager waren wir schon? Nee, hier waren wir noch gar nicht bei dem Lager. Plünderlager entdeckt. Okay, die haben da ein Bügeleisen. Wer ist der nächste Dude? Komm her, Bello. Boah, sorry. So, einmal alles mitnehmen. Nein, nicht schla... Obwohl, doch. Ne? Autsch. Der Gift, ne? Jetzt können wir schlafen. Okay, wie viel Holz hier rumliegt. Guck mal. Nein, nicht nochmal schlafen. Hier, looten. Looten.
Was ist denn genau hier passiert, dass hier, haben die hier alles in die Luft gejagt? Vor allem hier fehlt, waren hier Zelte? Das sieht so aus, als wären hier Zelte gewesen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Gehen wir mal weiter. Ah, okay. Nein! Gut, dass wir hier den Dingens bekommen haben. Jetzt. Schlafende Sande. Oh, ich dachte, ich fahre jetzt da runter. Komme ich an dem ran? Ja. Er wird nur nicht automatisch anvisiert. Diese Dreckskäfer. Das ist doch nicht deren Ernst. So, gibt es hier noch mehr zu entdecken? So, und das ist schon Ende der Map. Gucken, ob ich hier irgendwie... Ich würde gerne nach da oben. Und von da oben mir... den Rand der Welt mal richtig ansehen wollen. Muss doch bestimmt irgendwie einen Weg geben nach da oben.
Ja. Okay. Vielleicht hier rum? Ja, könnte funktionieren. Und wir sind erstmal aus dem Miasma. Das finde ich irgendwie super, immer diese durchgeschnittenen Map-Bereiche. Okay, von hier kann man das noch nicht ganz genau sehen. Die Hasskreaturen. Natürlich muss er mich gesehen haben. Was denn auch sonst? Ah, okay. Wenigstens hat er jetzt abgedreht. Ist das eine Fata Morgana oder warum ist hier mitten in der Wüste so ein Fleck grün? Okay, ich glaube, richtig bis zum Rand der Welt komme ich von hier auch nicht. Ah, hier, der fehlt uns noch. Wir haben 2 Punkte. Vielleicht nochmal ein... Atemtechnik heißt das jetzt. Wird Standard Ausdauerregeneration 50%. Zuschuss. Warte mal, ich guck mal hier ein bisschen mich mal um. Bestienmeister. So der Wuka, Sprache der Wuka. Ach, man kann mit den Wukas Frieden schließen oder wie jetzt? Also, da, bis die selber angegriffen. Das könnten wir noch machen, eventuell. Oder hier Kondition, damit wir Heckenschütze. Können wir irgendwie was ein bisschen in Aufwind machen? Also noch irgendwie was verbessern, was das angeht? Magie haben wir bis jetzt noch gar nicht mal. Hinterhaltschaden. Die Grunddauer für den Ausgrubber wird um 5 Minuten erhöht. Würde ich vielleicht das machen. Erhöht die Ausdauer um 10 pro Attributspunkt. Ja, komm, machen wir so. Haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Was ist denn damit? Was ist denn hier? Eine Höhlenpassage. Wieder eine neue. Okay, wo führt die hin? Im tödlichen Miasma. Wieso war ich da ja ganz kurz im tödlichen Miasma?
Hier hatten wir wieder Eisen. Aber wieder keine Ausdauer. Okay, krass. Hier waren wir noch nicht. Zumindest kenne ich das noch nicht. Aber ich will das Eisen erstmal... Na komm, egal. Scheiß auf das Eisen. Ich will mir die Stadt da ansehen. Okay, wo genau sind wir hier? Also, wie heißt der Ort? Das möchte ich gerne wissen. Ja, gut. Hier ist auch schon mal auf. Oh, da waren Knochen. So, Brom, ich bin vorbereitet. Wegen Kami vorhin. Hier haben wir noch eine Truhe. Ah, Brom, du hast doch entfraudet, oder? Fällt mir gerade ein. Du müsstest das doch haben. Hier können wir schlafen. Ich mag diese Betten hier viel lieber. So, was haben wir hier? Schild des Lichts. Flammenschild. Schild des Lichts ist noch mal besser. Okay. Komm, den behalte ich noch, den kann ich irgendwie einlagern. Ach, das gehört zur Weberhütte dazu, hier, der Schrein. Aus Lapis. Wo wir hier mal einfach durchgerannt sind. Apropos Dings. Haben wir denn alles? Ne, hier fehlen uns... Uns fehlen sehr viele Seiten. Wir müssten irgendwann auch mal die Seiten suchen. Wir müssen... Ja, wir müssen die... Wir müssen mal die Seiten suchen. Herz des Ozeans. Neue Art Ortkategorie. Oh. Oh. Und natürlich kommen die jetzt auch noch raus.
Ja, sollen die sich gegenseitig hier bekämpfen? Nein, böse! Hier haben wir Bücher. Und ein Bild, das hier einfach so rumsteht. Gibt es ja auch Lesestuff? Ich finde super, dass ich jetzt nicht rankomme. Okay, erstmal hier rein spawnen, sau gut. Aber ich glaube, den Bereich hatten wir doch schon gemacht. Wir sind nur nicht zum Schrein der Flammen gegangen. Erloschenes Schwert. Und maximal Haltbarkeit. Ja, sorry für dieses Schwert, aber wenn wir das hier haben, ist ein viel geileres Schwert. Ich würde jetzt aber dann vielleicht doch einmal kurz nach Hause gehen. Und dann vielleicht doch einfach mal die Sachen bauen, die wir da haben. Also, beziehungsweise die wir als Quest haben, dann vielleicht kommen wir dann dadurch auch endlich mal mit den Dings hier weiter. So, vor allem auch hier, Schwefel brauchen wir 40. Wo hatten wir Schwefel gehabt? Da drin, ne? So, machen wir. So. Das können wir löschen. Das zerlegen. Das zerlegen. Ich mach das mal einmal kurz. So. Und die ganzen Sachen hier wieder einsortieren natürlich. So, dann hier nochmal. 40 Eisenerz haben wir ja auch. Ich pack das Schild mal hier hin. Was brauchten wir noch? Safran, Funken, Eisenerz, Lapis Lazuli, Yucca. Apropos Lapis Lazuli.
Lapis fehlt uns noch. Okay, dann packen wir das auch erstmal wieder da rein. Müssen wir noch Lapis finden. Sammeln, sagen wir mal so. Also nicht unbedingt finden, sondern einfach nur sammeln, mitnehmen, einlagern, damit wir endlich die nächste Flammenstufe kriegen. So, der Rest ist dahin. Oh, warte mal, die Münzen können wir eben mal kurz rausnehmen. Und das neue Schwert hier. Einmal bei irgendwen verbessern. Ich hätte gern das Schwert auf legendär, ja. So, wie weit ist das hier? Hier habe ich nichts. Hier hat ich aber was. Ja, ich muss mehr von den Dingern wieder produzieren. Die sind leer. Hier haben wir Pfeile. Habe ich für hier was? Nein. Nächste Seite hier. Davon habe ich. Ich habe jetzt vergessen, Wasser auch noch einzusortieren. Dafür hier habe ich gar nichts. Ne. Aber Eier habe ich. Hier, das habe ich. Sandläufer. Wo habe ich Geflügel? Hier. Ich hab. Nein, das. Hier. So, Holz, Scheite. Wo haben wir Äste? Hatten wir hier nicht Äste gehabt? Hier. Stein habe ich nicht, aber Eisenerz. Dann wäre es gleich nur noch Lapis Lazuli finden und den Schrein hier verbessern. So, die Dinger noch und den hier noch. Und Wasser hinten. Es wird aber auch gleich schon dunkel. Okay, so, gucken wir mal, was möchte er hier haben? Die Plasmapresse. Dafür brauchen wir erloschener Zyklopenkopf, Ektoplasmafragmente, Kupferbarren, Kohle, Stein, Holzscheite. Hätten wir sogar alles. Beware. Die Köpfe sind ja hier drinne. Dann wollte er noch Kohle haben. Wir müssen wieder Kohle produzieren.
Was wollt ihr noch dafür? Ektoplasma. Stein und Holz. Also hiervon wollte er jetzt nur 4 haben. Und davon auch nur 4. Ja, hier steht alles noch irgendwie random vorne herum, aber das wird hier noch alles. So. Jetzt haben wir die Presse. Pack die mal hier hin. Quest abgeschlossen. Plasmapresse für den Sammler. So, Ektoplasma, Stoffletzen, Kohle. Damit machen wir reines Ektoplasma. Eingebettet unter den Nomadenanhöhen. Oh, mein flammenberührter Freund. Die Erloschenen flüstern deinen Namen im Dunkel der Nacht. Marmorsäulen verbergen ihren Schrecken. Reise zu den Nomadenanhöhen und verbreite ihre Angst wie ein Lauffeuer. Diese Aufgabe wird mühsam sein. Mach dich bereit. A fleeting moment. Was wollte er? Über den Sammler. Ich bin schon lange dabei, Junge. Es gibt nicht mehr viel, was mir Angst macht. Und der Sammler ist da nicht anders. Ein starker Verbündeter, egal welche Geheimnisse er verbirgt. All das Gerede über den Schleier, über Leben und Tod. Kann er jemanden aus dem Jenseits zurückholen? Ich würde jeden Preis zahlen. Und herstellen, was kann er noch? Eine Holzfäller-Äxte? Holzfäller Eisenachs können wir jetzt machen. Spitzhacken auch, Eisenspitzhacke. Schilde. Schild des Lichts. Soldatenschild. So, eiserne Klauenkeule. Soldatenhelm. 39. Okay. So, Helm des Schutzpatronen. Zäune, Eisenzaun. Ist hier noch irgendwas, was wir noch nicht uns angesehen haben? Bronzefass, Eiseneimer. Ah, jetzt haben wir alles uns angesehen, was der kann. Okay. So. Was hat er? Das hier brauchen wir noch. Erde, Mützel, Knochenmehl, Holzsäure. Und Pulver, was können wir jetzt machen? So, Labor müssen wir machen. Brom! Ich hoffe, du bist glücklich. Also, dafür brauchen wir Glas, Athanor und wissenschaftliche Instrumente. Ah, jetzt ist dunkel. Ich will dann jetzt vielleicht doch mal pennen gehen. Du erhoffst, dass ich einfach es übersehe und dann aus Versehen eine Cola trinke, damit du mir eine Strafe aussuchen kannst. Kann das sein? Noch haben wir den eigentlich schon? Wir haben hier wissenschaftliche Instrumente. Ne, das sind die Schmiedewerkzeuge. Okay.
Das war hier falsch. Das waren die Schreinerwerkzeuge. Das hier müssen die sein. Genau, wissenschaftliche Instrumente. Haben wir hier einen Athanor rumliegen? Nein, haben wir nicht. Wir haben 4 Glas. Beziehungsweise Glassplitter. Wie stellen wir Glas her? Wahrscheinlich nicht bei denen, sondern hier vielleicht? Ne. Hier können wir Glas herstellen. Sand und Kohle. Okay, wie stellen wir noch einen Brennofen hier bestimmt? Ne. Hier könnten wir Kohle herstellen. Was brauche ich dafür? Holzspalte und Erde. Machen wir mal ein bisschen Kohle, sagen wir mal. Könnte nicht schaden, wenn wir wieder ein bisschen was hätten. Wenn ich wüsste, wo ich Erde hingepackt habe. Ist das Erde? Ne, das ist Schrott. Wo habe ich Erde hingepackt? Das könnte Erde sein. Kann das sein? Erde! Ah, okay. So geht's auch. Können wir den Rest hier wieder einlagern? Und da hinten einlagern. Nee, das war nicht. Das war Erde. So, dann. Was bräuchte ich noch für Glas? Wo wurde das gemacht? Hier? Nee. Kann es sein, dass der nur für Metallplatten gebraucht wird? Sand und Kohle. Stapel teilen machen wir so. Warten wir Sand. Komm, machen wir nochmal die Hälfte. Okay, das müsste reichen, gehe ich mal von aus.
Ne, er war das, ne? Genau, für ein Labor. Damit ich den Athanor herstellen kann. Warte mal, kann... Das sind nur Glassplitter hier. Kein richtiges Glas. Zählt als Material. Was kann ich damit machen? So, was wollte der noch, dass ich mache? Den warmweiß leuchtende Substanz. Erde, Myzel, Knochenmehl und Holzsäure. Davon brauche ich zum Glück nur einen. So, Erde. Machen wir wieder so. Nehme ich einen Sack Knochenmehl mit. Myzel. Das müsste auch reichen. Schutz? Wieso hat er keinen Schutz mehr? Glad to help. So, jetzt. Ah, warte mal. Weil wir kein Dach mehr hier haben. So, jetzt aber. Ja, jetzt kann er machen. So, jetzt haben wir das erledigt. Also ist jetzt erstellt. Hat er sonst noch was? Abgesehen von dem Athanor und den Dingens. Also den Labor, meine ich. Okay, hier braucht es noch immer ein bisschen. So, was ist mit ihm? Stauraum. Würde das hier wahrscheinlich noch fehlen. So, der hat eine neue Bank. Polsterung müssen wir noch irgendwie herstellen. Diverses hat er jetzt. Eisengitterrost. Neue Türen. Eisentüren. Eisenfenster. Okay. Geheime Bücherregaltür. Auch nice. Wasserbrunnen. Verbesserter Wasserbrunnen. Spinnrad. Okay, das kriegen wir noch hinten. Das Spinnrad. Da brauchen wir normale Holzscheite erstmal. Holzbretter. So, was bräuchten wir noch? Fossilen Knochen. Lass mich raten, ich habe das hier mit reingetan. Fossiler Knochen. Zählt als Stein. Okay. So, einmal den hier machen, bitte. So, Leinen, Stein, Holzeimer. Was brauchen wir für einen Holzeimer? Kohle wieder. So, ich packe den auch einfach random erstmal hier hin.
So, machen wir. So, nochmal ein 10er-Stack. So, da können wir den Holzeimer einmal machen. Dann noch einen zweiten. So. Eisenbarren, da haben wir wieder nichts, verdammt. Okay, mit dem Wasserbrunnen wird das noch nichts. Wie weit ist das hier mit dem Glas? So, Athanor können wir jetzt machen. Jetzt fehlt uns 3 Glas. Ja, das heißt, da darf ich noch ein bisschen warten. Hat sie irgendwas, das gemacht werden muss? Honigbienenstock, da fehlt uns Stroh und gedüngte Farmerde. Sand, fossiler Knochenstaub, Nitrat. Okay, da können wir eher schnell was machen. So, Polsterung. Und dafür brauchen wir Stoff, Leder, Harz, Leinen. Okay, dann würde ich wahrscheinlich eher auf ihn hier warten. Was braucht er dafür? Das Labor. Gebratene Ziegel, Kupferband. Okay, ich kann alles andere erstmal einlagern. Ich würde hier zumindest den Athanor und die Eimer mal reinpacken. So wie die Instrumente. Und den Rest einfach ganz normal wieder zurück, wo wir die her haben. So, Erde war hier, da. Myzel war da. Ich glaube, dieses weiße Ektoplasma-Zeugs packe ich mal hier hin. Darunter. So, einen Moment. Mein Stuhl ist ein bisschen runtergerutscht. Der ist hinüber, muss ich ehrlich sagen. Hoppala. Was kann ich hier eigentlich abgesehen davon machen? Gereinigten Schleim. Okay. Kann ich sonst noch irgendwie was Neues machen, herstellen? Getrocknetes Fell. Ich habe hier neue Rezepte. Klettensetzling. Ödlern, Blumensamen. Und Yucca-Palmensetzling. Hier habe ich hier was Neues abgesehen. Ne. Hier sind noch weiter in die Blumentöpfe. Hier bleibt dort eine. Hier hatten wir das ja. Oh, warte. Ah, ist fertig. So, dann will ich das Labor jetzt mal machen. Kohlestaub bei Schleifstein.
Ich pack das auch erstmal einfach random hier irgendwo hin. Ah, hier kann ich das Trüböl machen. Miasmasporen, Kohlestaub, Miasmaflüssigkeit, Schwefel. Das brauche ich dafür. Okay. Hier kann ich auch Papier herstellen. Holzscheite, Ammoniakdrüse. Dann Gewürz. Safran, alchemistischer Grundstoff. Kamille, Räubusch, Ödlerblume. Und Nitrat kann ich hier herstellen. Aus Sand, Salz, Holzsäure, alchemistischer Grundstoff. Und Schwarzpulver. Ah, okay. So, mal gucken, haben die neue Quests? Nö. So, sonst hier habe ich jetzt auch, glaube ich, nichts Neues. So, hier Kohlestaub können wir jetzt machen, endlich. Warum ist da immer noch dieses Ding drin? Der kann nur leinen. So. Was hat er? Das hier. Was kann das? Stoff herstellen. Aus Leinen. Nur Fladenbrot, den hatten wir gerade. Kann der hier. Der kann nur Holzbretter machen aus Holzscheiten. Was war das? Der hier kann Leder machen. Ah, okay. Der kann aus einem Flachs ein Leinen machen. Warte mal. Der macht aus zwei Flachs einen Leinen. Der aus einem Flachs einen Leinen. Beschiss das andere Ding da. So. Ich würde mal den gereinigten Schleim machen. Mal ausprobieren, was da passiert. Was bräuchte ich dafür nochmal? Kohle 3 Stück, Salz 10, giftigen Schleim 3, Holzsäure 1. Mal gucken, was dann dabei rumkommt. So, giftiger Schleim. Hier. Was bräuchte denn noch? Stoffe. Was habe ich jetzt mitgenommen? Also, Holzsäure habe ich doch. So, okay. Das hat er. Stapel teilen. So. Davon bräuchte der auch 3 und 10 Salz. Mal gucken, was dann da rumkommt, also was das einbringt. Grünen Leuchtblock freigeschaltet. Warte mal. Ey, jetzt will ich dann den roten Leuchtblock haben, bitte. Wir haben hier blau, wir haben weiß.
Ne, doch, hier war Stein. So, Stapel teilen. So, den können wir auch machen. So, grüner Leuchtblock, Leuchtblock, warmweißer Leuchtblock. Ich hole nochmal 5 Steine. Beziehungsweise, ich will mir das einmal ansehen, damit, wie das aussieht. Jetzt will ich den in Rot haben. So, wo haben wir noch freie Dings? Hier. Packen wir den dann hier rein. So, nochmal. Machen wir den warmweißen auch einmal. Jetzt will ich will den jetzt in Rot haben, hallo? Okay, hier ist auf jeden Fall zweite Reihe schon voll. Dritte, erste Reihe ist auch eigentlich voll, meine ich. Dann kommt das hier mit rein. Ich glaube, einiges muss ich in die Kiste mit erstmal mit hinzutun. So, Kohle packen wir hier wieder rein. Das Giftzeug, das Grüne, packe ich hier mit rein. Die haben jetzt aber auch erstmal keine neuen Quests. Dann jetzt nur die Frage, was sollen wir jetzt eben machen, bis es dunkel ist, damit wir gleich pennen können. Soll ich anfangen, die Hütte hier abzureißen? Nee. Die wollte ich abreißen, sobald hier die alle Truhen schon rüber verfrachtet sind. Vollkommen, wir können direkt rüberreisen. Wenn es dann dunkel ist, dann ist es halt so. Genau, da wollten wir auch noch hin. Okay, das wird auf jeden Fall noch ein ordentlicher Spaß zu sammeln.
Da ist noch eine Stadt oder Siedlung. Ich bin gespannt, was da hinten noch alles gibt. Die Siedlung haben wir noch. Doch, Saphirstrand haben wir. Saphirstrand haben wir. Dann da hinten müssen. Obwohl, warte mal, da könnten wir mal drauf. Und ich glaube, ich sehe da eine Mine. Nice, 4 Funken wieder. Boah, ich feiere diesen neuen Gleiter. Ich glaube, hier ist eine Siedlung, also wo wir noch gar nicht waren, das da. Ist noch komplett unbekannt für uns. Rauson, Souterrain. Mutig genug? Asta, du Feigling. Wenn du dich vor Myrtle wirklich beweisen möchtest, dann lade sie zum Rand der Farm ein, wo sich diese seltsamen Felsformationen befinden. Versuche anschließend, sie zu überqueren, indem du von Fels zu Fels springst. Warte nur, für wie mutig sie dich halten wird, wenn du die andere Seite erreichst. Ja, ich glaube, dadurch wird sie dir bis auf alle Ewigkeit verfallen, mein Freund. Jas oder Jazz. Okay, versucht er hier Verkupplungstipps irgendwie zu geben? Also. So, was haben wir hier? Kleppe. Und Safran. Natürlich müssen wir hier wieder alles mitnehmen. Süße Wirttiere, den tue ich nichts. Hier nehmen wir alles mit. Warum ist da auf einmal in den Ton so viel? Also ich will mich jetzt da nicht beschweren, deswegen, dass da auf einmal so viel in den Truhen ist, aber na gar nicht, dass da so viel sein soll. So, das müssen wir abbauen. Ah, Nägel, perfekt. Papier auch. Okay, ich glaube, Safran werden wir erstmal doch nicht mehr anbauen brauchen, wenn wir hier so viel kriegen.
Ach, Glassplitter. Hier auch noch mal alles mit dem perfekt. Ich glaube, dahinter befindet sich was. Hoffnungsschimmer. Hier waren wir. Wo geht's hier wieder raus? Hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, hier sind wir jetzt. Da liegt jemand tot. Ich finde es süß, wie die Gürteltiere hier einfach alles übernommen haben. Die denken sich jetzt, jetzt wohnen wir hier. So, Nitrat. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Kriegen wir wieder ein bisschen was. Da ist noch ein Text. Gucken, gibt es hier noch was zum Looten? Sammeln, plündern. Eine Juckerfrucht, perfekt. Von Myrtle. Asta, ich habe die Nachricht von Jax an dich gefunden. Hör auf meine Warnung. In meinen Augen bist du mutig genug, ohne solche Dummheit zu begehen. Ich weiß, dass du erst aus den Hochweiden hierher gekommen bist und noch viel über unsere Heimat lernen musst. Am wichtigsten, spiele niemals bei den Steinen auf der Farm. Das sind keine Steine, sondern die Schutzplatten der Sandgräber. Die können dich im Nu unter die Erde ziehen. Und mit wem gehe ich dann zum Erntefest? Myrtle. Die können einen unter die Erde ziehen. Okay. Muss ich jetzt Angst vor denen haben? Die sind bisher ja friedlich. So, jetzt ganz kurz überlegen. Genau, Raus und Terrain haben wir hier. Da hatten wir C4. So, Elixierbrunnen erreicht. Die fliegenden Viecher sind ja noch schlimmer als die krabbelnden. Ah, verdammt. Ah, da war's. Alle drauf gehen, ja.
ich will nur euer Inhalt haben. Die Linksseelen. Komm ich da ran? Nö, an dem komme ich nicht mehr ran. So, drei haben wir jetzt. Gut, wo gehen wir damit rein? Heckenstütze. Die Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Der Fernkampfschaden wird um zusätzlich 20% erhöht. Fernkampfschaden könnten wir rein theoretisch erhöhen. Wir könnten Giftimmunität. Deine Giftresistenz wird um zusätzlich 10% erhöht. Du erhältst eine Chance von 25% für Giftung vollständig zu vermeiden. Schleckermaul. Die Außerregeneration durch Süße wird um 50% erhöht. Zuschuss 30% Chance, einen Ausdauer abzuspawnen, wenn du einen Gegner mit einem Bogen besiegst. Oder vielleicht hier irgendwo Durchbruch. Wenn du einen Block mit Nahkampfangriffen zerbrichst, erleidet das Ziel 2 Sekunden lang 100% mehr Nahkampfschaden. Es wird jede Wette irgendwann möglich sein, alles hier zu skillen. So, aber ich würde vielleicht hier das hier machen wollen. So, warte, Geschick. Der Schaden am Kopf eines Gegners wird um 20% erhöht. Ah, Kopfschüsse machen mehr Schaden. Okay. Wenn wir den nächsten dann machen. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Einen Punkt haben wir noch. So, wo müssen wir hin? Als nächstes. Eigentlich hier in den Süden. Hier müsste noch einiges sein. Aber da können wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich gezielt Lapis. Also Lapis Lazuli. Dass wir von irgendwo organisieren müssen. Nee, die Richtung nicht. Die ist falsch. Was? Ach so, Zinn. So, ich würde gern was sehen. Natürlich kommen die jetzt auch noch hier. Ach nö. Da waren wir. Mal gucken. Irgendwo. Wo hatten wir Lapis gefunden gehabt? Am besten jede Menge. Nomaden natürlich, glaube ich nicht. Die waren schon hier in diesem Bereich. Wo es schon richtig am Kochen war. Manator Schrein der Flamme, da will ich auch noch hin. Die größte Beute. Sonnentempel haben wir da auch nochmal ein. Haben wir hier irgendwo irgendwas noch vergessen?
Ah, Ruckel. Das können wir irgendwie nicht abschließen. Hier, findet die Hallen der Erloschenen in den Nomadenanhöhen. Ah, okay, das wäre die nächsten Hallen der Erloschenen. Dafür haben wir noch keinen Schlüssel. Das heißt, wir haben nicht mehr allzu viele Quests. Also bis zum nächsten großen Update. Würde ich da mal schnell reisen. Dann könnte ich auch direkt hier nochmal einen Break machen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich dann mit dem Lapis Lazuli weiter, verbessern unsere Flammenaltar. Wir haben soweit erstmal alles, was wir brauchen, abgesehen vom Lapis. Dann sehen wir uns gleich wieder.